Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Skyward Swords HD und wir sind direkt vorm Bossraum. Gehen da jetzt auch rein und what the holy heck tun wir hier? Was? Ah ja, so? Nee, so, doch? Nee. So? Nee. So? Wieso nicht? Oh Gott. Das ist ja fast nicht furchtbar. Wartet mal. So, wir brauchen eigentlich das. Und jetzt nach unten. So. Okay. Wow. Interesting. Kind of strange. Leute, ich kann nicht sagen, ich bin schon ein bisschen nervös. Oh Gott. Ich hoffe, wir sterben nicht allzu oft. Ich gehe davon aus, dass wir sterben werden. Puh. Aber wir kriegen es hin. Den haben wir schon mal gesehen. Seine Füße, glaube ich zumindest. Sieh an, wen haben wir denn da? Ich dachte bereits, mein kleiner Wirbelsturm hätte dich in Stücke gerissen. Welcher Wirbelsturm? Der Zelda gefressen hat? Nicht, dass dies irgendetwas ändern würde. Ein Kind wie du. Das Einzige, was mich interessiert, ist Zelda. Deren Präsenz ich noch durch dieses Tor spüre. Ich habe diese heilige Göre aus ihrem Wolkenkuckucksheim gerissen, hier herab zu mir und meinen Schergen. Oh, wie unhöflich von mir. Wie es scheint, habe ich mich ganz vergessen vorzustellen. Unwürdiger. Ich bin der dunkle Fürst, dessen Namen das Erdland, ja sogar die ganze Welt, in Ehrfurcht erstarren lässt. Girahim. Was? Für dich freilich. Fürst Girahim. Merke dir meinen Namen, es wird der letzte sein, den du hörst. Okidoki. That escalated quickly. Ja, wir fighten. Doch was ist das? Wagst du, kleiner Wicht, es etwa, mich herauszufordern? Naja, ein bisschen. Das Mädchen, es sollte sich doch längst schon in meinen Händen befinden. Doch dann musste diese schmählichen Handlangerin der Göttin auf den Plan treten und sich mir entgegenreißen. Jetzt dachte ich mir nämlich schon, die sieht irgendwie ähnlich aus. Mein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich ob dieser Schmach empfindet? Grantig sein? Wut! Fürchterliche, rasende Wut! Mein blaues Blut kocht vor Zorn. Weißt du, nach was ich mich in diesem Moment gelüste? Nach einem Opfer, an dem ich meinen Zorn auslassen kann. Okay. Oh, shit, Alter. Andererseits gereicht ein Stallbursche wie du, einem Fürsten wie mir, nicht zum Gegner. Ich werde dich daher nicht töten. Nein, ich werde dich nicht nur so zurichten, dass du den Rest deines erbärmlichen Lebens an mich denken wirst. What? Alter, was ist der für ein Psychopath? Okay, muss sie sich jetzt erst umziehen, oder was? Oh Gott. Holy crap! Oh, was? Wir machen dich fertig. Komm jetzt. Was? Können wir ihn überhaupt treffen? Alter. Das ist ja unnervig. Und lästig. Was? Nettes Schwert. Aber solange ich in Bewegung...
Deines Schwertes was? Bewegungen sehe deines Schwertes was? Was ist hier los? Er hat einfach unser Schwert irgendwo hingeworfen. Wo ist unser Schwert, Leute? Nein, er hat es wieder aufgenommen. Okay. Wow, ich war dumm. Heiliger Bimmer, was? Was müssen wir denn tun, bitte? Aua! Das war unfair. Das war sehr unfair. Wo ist unser Schwert? Nein! Hä? Ich bin komplett lost. Okay, okay. Okay, ich hatte gerade absolut keine Ahnung, wie wir das. Okay. So, also ich habe jetzt einen Plan, aber ich glaube nicht, dass ich das auf die Reihe kriegen werde. Weil man soll die gute alte Motion-Steuerung nehmen und die werden wir nicht auf die Reihe kriegen. Also, deshalb bin ich schon ein bisschen gespannt. Komm. Das kann doch nicht dein Ernst sein. So. Hallo? Oh Gott, wo ist er denn? Ich habe so Angst, dass er hinter uns ist. So, also, Schwert rechts halten. Und... Oh Gott, wir werden es nie schaffen, glaube ich. Ach komm, das war dumm. Hoppala. So, wir versuchen es noch einmal. Wir halten rechts. Ach, komm, dann halten wir halt links. Versuchen wir es mal. Mit links halten. Ach komm, das ist doch kacke. Ach Mann. Rechts halten. Nein. Ach, jetzt kriege ich aber bald eine Ratte. Oida. Rechts halten und... Wie soll man denn rechts halten und von links angreifen? Ich verstehe es nicht. Ach Mann, Alter. Ich meine, wir werden zumindest nicht mehr getötet. Das ist schon mal gut. Ach komm, wir greifen immer von vorne an. Ah. Hallo? Ach, er geht mir tierisch auf die Nerven, der Dude. So, rechts halten. Ich versuch's echt. Also, ich gebe mir Mühe. Okay, versuchen wir es mit links halten. Yes! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Okay. Okay, links halten funktioniert besser. Nein. Okay. Nein. Ach, goddammit, Alter, der Dude macht mich wahnsinnig. So, links halten. Ach, komm schon, leg mich doch. Wasch! Du komischer Dude. Nein! Ich glaube, wir müssen ein bisschen warten, bis er näher kommt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen seine Nähe ausnutzen. Nein. Wie habe ich das da gerade gemacht vor 3 Sekunden? Ah! So, links halten. Wir halten links unten. Wir greifen von rechts an. Nein, warum nicht? Links halten. Komm schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ah. Oh mein Gott, wie viel Geduld man für diesen Kampf aufbringen muss, ist halt auch der Wahnsinn. Ich würde ihm so gerne eine reinhauen. Er macht mich irgendwie wahnsinnig. Ich komm schon, ich versuch's doch. I tried. Leute, wirklich.
Aber solange wir keinen Schaden kriegen, ist das okay für mich. Alter, ist das dein Ernst? Das kann doch auch einfach nicht dein Ernst sein, du Dude. Ich versuche es doch. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich. Oh Mann. Wie oft müssen wir ihn denn treffen? Oh Gott, er teleportiert sich. Oh, das hat ja gut geklappt. Okay, nicht übermütig werden. Das ist richtig knapp. Das werden wir gleich nochmal versuchen. Nach unten. Nein? Ach, fuck it, fuck it. Aber das hat geklappt. Oh ja, geil, oh, wir haben ihn getroffen. Nice. Oh ja, das war richtig gut. Oh oh. Jetzt gefällt er mir nicht mehr so gut. Aua, das tat richtig dolle weh. Okay, be careful. Alter Schwede, was? Alter! Wo ist er hin? Alter! Was ist denn mit ihm los? Hoppala. Alter, wieso kann ich ihn nicht angreifen? Hoppala. Wir brauchen ein bisschen Leben, Leute. Heilige Bimbam. Aua. Alter, wieso macht er uns immer Kampf? Oh oh. Wir haben, glaube ich, keine Töpfe mehr. Oh.
Alter, dieser Angriff, er macht mich fertig. Jedes Mal damit. Wo ist er hin? Alter Schwede, Lack. Alter, wieso macht er uns da immer kalt? Sterben, dieser Dude? Alter, was? Aua. Das tut richtig dolle weh. Alter Schwede, wieso? Nicht. Wir werden sterben. Wobei. Wir könnten mal weglaufen. So, okay. Das gibt's ja. Nicht mit diesem depperten Schlag kriegt er uns halt immer. Wie viel Leben hat der Typ? Alter, wir haben kein Leben mehr, Leute. Das wird nichts. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir sehen uns, wenn ich gleich wieder so weit bin. Oh mein Gott. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf den Boss. Und ich werde jetzt erstmal einen Kaffee trinken und dann weiterspielen, okay? Oh, nice. Wir haben eine Monsterklaue erhalten. So, Leute, dann stürzen wir uns einfach nochmal dahin. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir haben 2 Feen in der Bottle und ein halb verbrauchtes Schild. Wir sehen uns gleich, sobald ich ihn wieder mal ein bisschen down habe. Okay, ist... Oh, oh. Oh mein Gott, okay, es scheint gerade gut zu laufen, wollte ich gerade sagen. Aber es scheint besser zu laufen als vorher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Energie mehr. Alter, richtig gut. Wir sind viel besser als beim ersten Versuch. Wundert mich jetzt irgendwie auch nicht, aber... Okay, wir haben kein Leben mehr. Oh Gott, okay, das war dumm. Wir haben keine Energie mehr, würde ich sagen. Alter, richtig gut. Wir sind richtig gut, Leute. Alter.
Lackerle. Gönnen wir das Herz? Ich würde das gern einmal schaffen. In dieser Rolle ihm voll einen zu verpassen. Aber das kriege ich nicht durch die Eier. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wie geil! Oh. Nun, für ein Kind hast du ganz brauchbar gekämpft. Aber bilde dir nichts darauf ein. Du solltest lieber deinem Schwert danken. Ich habe mich wohl zu lange mit dir abgegeben. Ihre Präsenz verschwindet. Hier gibt es nichts mehr für mich. Lebe wohl, Himmelskind. Ich lasse dich gehen, aber komm mir kein zweites Mal unter die Augen. Okay, wir werden uns wahrscheinlich noch öfter sehen. Der sieht so ähnlich aus wie Vieh. Das verwirrt mich total. Sehr nice. Wir haben unseren ersten Herzcontainer. Also unser erstes Herzchen eigentlich. Ja, halt. Ein ganzes. Oh, 7 Herzchen. Wow. Und wir haben keine Fee gebraucht, Leute. Upsi. Das muss ich euch jetzt zeigen. Wir haben keine Fee gebraucht. Ich war nicht so kacke. Nee, ich habe recht aktiv gespielt und habe versucht, ihm immer eins auf die Fresse zu geben. Aber dieser erste Part, oh mein Gott, der hat mir echt meine komplette Energie gekostet. Also der Anfang einfach, die erste Phase von dem Boss. Boah, so zart, weil ich einfach diese Steuerung nicht hinkriege. Also ich glaube, ich wäre schlecht in Bewegungssteuerung und ich war auch urschlecht in der Controller-Bewegungssteuerung. Das kriege ich einfach nicht gut gebacken. Ich hoffe, so geht's nicht weiter. Sonst muss ich das echt nur irgendwie mir was anderes überlegen. Weil ich kann halt hier nicht ordentlich mit Controllersteuerung, mit Bewegungssteuerung spielen. Und die Controllersteuerung, naja, ist suboptimal. Würde ich jetzt mal sagen. Der Zelda ist nicht mehr hier. Das müssen wir anschießen. Okay, okay. Let's go. Warum stehen hier Bäume im Wasser? Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereiste sie zwei heilige Orte. Die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlands. Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlands, liegt in Eldin, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Stückchen, du hast die Rubintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Öffnet die uns jetzt einen neuen Tunnel oder wie sieht's aus? Gebieter, wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Eldin begeben. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar. Aber wenn wir die soeben gefundene Steintafel zum Podest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Ich empfehle, die Statue vor dem Tempel zu verwenden, um ins Wolkenmeer zurückzukehren. Okay. Hallo? Da war gerade noch ein Rubin. Und what the heck war das?
Oh, das süße Kerlchen. Hi. Matcha. Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Leider nicht. Das ist schade, aber wenigstens scheinst du zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Endlich hat Matcha seine Freunde alle wiedergefunden. Vielen Dank, mein Freund. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Oh, das ist so cute. Er will jetzt nicht mit uns handeln oder irgendwas Ähnliches betreiben. Okay, gut. Wir speichern eine kleine Runde. So, der Kampf hat ja ewig gedauert. Und ich würde sagen, dann machen wir auch hier an dieser Stelle eine kleine kurze Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter nach Zelda suchen und zurück ins Wolkenmeer gehen. Also bis dahin, ciao.